Hallo zusammen, ihr wisst, wir bauen ja Kühlschränke, wir bauen selber Kühlschränke, wir schäumen die. Jetzt ist so, dass wir eine neue Brandschutzverordnung kriegen für Kühlgeräte, vor allem im Medizinbereich. Und da wird das verschärft und wir kriegen einen neuen Schaum. Das Problem, ihr seht, wie der Chaos ist, hier ist immer ein Chaos, aber dieser neue Schaum hat ein anderes Mischverhältnis zwischen der A-Komponente und der B-Komponente, zwischen dem Polyurethan und dem Härter. Das heißt, wir müssen die ganze Schäumanlage umstellen auf diesen neuen Schaum und wir schäumen nach Zeit- und Austragsmenge. Das heißt, ich habe hier jetzt so eine Sackprobe, das ist ein A4-Verschlussbeutel, den wir jetzt seit Jahren für die Tests nehmen. Der ist jetzt noch überfüllt. Den anderen, hier haben wir 6,7 Sekunden Schusszeit. Das heißt, so lange spritzt die Anlage Schaum in diesem Beutel. Und wir haben dann ein Austragsgewicht von 202 Gramm. Und dieser Beutel sollte ganz knapp aufgehen. Aber wir haben jetzt hier zu viel Schaum drin. Vorher haben wir geschäumt mit 7,2 Sekunden. Der neue Schaum hatten wir fördern nach Volumen über eine Zahnradpumpe. Und jetzt fördern wir im flüssigen Zustand, also die einzelnen Komponenten, in der Zeit, also wir fördern weniger Volumen, wir sind dann wahrscheinlich auf dem gleichen Gewicht, vor waren wir auf 200 Gramm pro Beutel. Das ist ein Standardmaß, machen wir jeden Morgen Tests hier, so einen Beutel füllen, ob es aufgeht, Mischverhältnis stimmt. Und wir sehen auch, vielleicht kennt ihr diese Proben, das ist so ein Becher. Den ersten Becher, den wir heute Morgen geschäumt haben, der war so. Das ist also, dieser Schaum ist auch nicht richtig hart, der ist bröckig. Hier ist er richtig hart und hier ist der Becher unten eingeschäumt. Das ist also überqualmt. Da stimmt das Volumen nicht, aber das sind tägliche Sorgen, die man hat, bis die Anlage wieder läuft, dass wir dann wieder zuverlässig schäumen können. Es gibt wahrscheinlich kaum Betriebe, die Kühlschränke selber herstellen und dann noch selber schäumen. Ja, das sind die Becher. Das hier ist Schaumabfall, dass wir schon, das sind etwa 30 oder 40 solche Becher drin. Bis wir jetzt die Maschine umgestellt haben, wir sind jetzt seit 4 Stunden dran und sind noch nicht auf einem Top-Ergebnis. Ich habe hier mal ein Video gemacht über Schäumen. Da seht ihr im Prinzip das Gleiche. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.